Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Techland. Ah, mit dem greift mich an. Mit dem lieben Jan. Ja. Jetzt bin ich echt mal verwirrt. Ich finde dich gerade nicht. Wo bist denn du jetzt? Bei der zugebauten alten Quarry unten drunter oder dieser Steinschicht. Ach, du bist. Ah, okay. Ich gehe gleich nochmal gucken. Mir ist gerade aufgefallen, dass da, wo ihr lebt, jetzt voll viele Bäume sind. Das ist ja, die habe ich alle platziert. Das ist ja jetzt voll hübsch, Alter. Voll hübsch. Und hier steht ein Sonnenschirm und Liegen. Hab ich auch gebaut. Boah, ey, ich habe mir das ganze Neue hier noch gar nicht angeschaut. Voll gut, dass ich das mal sehe. Ja, voll nice. Und was ist das hier? Wasser in einem Teich zu einem Haus von Lissy? Hä? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, was sie hier draus macht. Vielleicht so ein komischer Winterstrandgarten-Teil. Und warum ist ihre Tür zugebaut? Das war ich. Das soll jetzt mal auch ein bisschen so da bleiben. Da stehen soll. Okay, dann laufen wir mal weiter hier. Warte mal. Das ist, glaube ich, dein Haus, weil das. Oder? Ich weiß nicht. Dieser Turm ist mein Haus. Da. Ja, Ich glaube, du bist in der Nähe meines Hauses. Das ist ja nämlich deinen Namen. Warte mal. Jesus an. Warte mal. Hallo. Oh, hallo. Jesus. Warte mal. Jesus an. Warte, ich muss jetzt erstmal lesen lernen. Jesus an aus dem Jenseits. Nein, warte. Ah! Im Jemenseits. Ach, okay, warte mal. Jan, also in Klammern Jesuan, aus dem Jemenseits. Genau. Okay. Das Yoshi-Haus. Oh, ich besuch dich gerade mal. Oh, was steht hier drin? Jan ist ein lieber Boy. Und hier steht, I kissed a Gry. Gyros. Was? Gyros, and I liked it. Jans erste Eroberung. Okay. Das hat alles, also diese drei Schilder außer das Yoshi-Haus hat alles Lissy geschrieben. Oh Gott. Und ich denke jetzt ja noch höher, auch voll cool. Warte mal. Jetzt erstmal Keller angucken. Fancy roter Teppich. Finde ich ja richtig geil. Muss ich auch mal mir besorgen. Was ist das hier? Das sind Project Tables. Die sind viel praktischer als ganz normale Tables. Boah, da kann man unten drin Sachen schreiben. Ja. Und wenn man da was reinlegt zum Beispiel und ja, dann weggeht, dann bleibt das immer noch da drin. Das ist ja voll fancy. Und was ist dieses Feld links neben dem Crafting-Ding? Ja, da kann man zum Beispiel irgendwelche Rezepte irgendwie machen. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Und dann quasi, das ist immer automatisch das irgendwie macht. Ich weiß es nicht genau. Es ist letztendlich jetzt irgendwas mit Rezepten, dass man da irgendwie, ja, das automatisch, wenn man die Sachen hat, das automatisch craftet. Klingt auf jeden Fall echt fancy. Also ich muss schon sagen, du wohnst hier echt schick. Und wo geht's hier hin? Da geht's jetzt zum der Quarry. Ah, du hast so weit gebuddelt. Ja. Ach krass. Respekt. Das ist ja voll cool. Tutu. Man, das ist ja eh schon ewig lang. Ja, wir sind gleich da. Ich überhole dich. Nein. So. Okay. Herrn, was baust du jetzt? Den ganzen Boden habe ich jetzt gemacht. Ach du Scheiße. Herrn, was baust du jetzt hier? Ich habe jetzt die Treppen fertig gebaut. Ach krass. Das ist schon echt krass. Ey, hier könnte man voll cool was draus bauen. Also was zum Leben. Oh, da war ja ein Cave. Ein Cave. Da. Da ist aber gar nichts mehr drin. Da ist ja gar nichts drin. Boah, und sonst ist hier echt schon alles leer. Weißt du eigentlich, ob wir einen Smaragd haben, zufällig? Nö, weiß ich nicht. Also ich habe noch keinen, auf jeden Fall. Scheiße, weil ich brauche einen. Und ich suche schon seit der 15. Folge. Und wir sind mittlerweile in der 61. Ich meine, das kann doch nicht sein. Kann man nicht irgendwie... Moment, ich guck mal kurz, ob man den nicht auch irgendwie herstellen kann. Smaragd. Vielleicht haben wir dafür die Sachen. Nee, Emerald heißt das ja auf Englisch. Ah, oh, stimmt. Ich hab auch Smaragd angegeben. Hä, was ist das denn? Ja, man kann. Na, wobei, da braucht man Emerald Ore, okay. Ja, gut, haben wir halt nicht. Ah, man könnte sie aus einer Scrapbox da machen. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Wenn man so eine Scrapbox anscheinend hat. Und dafür braucht man so eine zusätzliche Scrapbox. Die macht man aus Cobblestone. Wenn man die irgendwie in so einen komischen Recycler tut, dann kommt ab und zu Scrap raus. Und wenn man die kann man dann zu einer Scrapbox verarbeiten und daraus kann man anscheinend ein Emerald machen. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, jetzt aber. Hä, aber irgendwie.
Okay, Moment. Warte mal, jetzt, so. Jetzt, warte mal. Okay, ich habe jetzt schon mal die Rezeptliste gefunden, wo das mit dem... Okay, was hast du gemeint? Na, ah, Scrapbox. Ja. Und anscheinend kann man daraus irgendwie ein Emerald machen, bloß frage ich mich, wo, weil hier oben steht da als, quasi, wo man das macht, bei so einer Scrapbox, aber wenn ich Scrapbox eingebe, dann kommt nur dieses Teil, was man eigentlich dafür braucht. Hm. Huh. Beziehungsweise den Scrap, aus dem man die Scrapbox macht. Hm. Huh. Was gibt's hier noch, ein Emerald Ore? Ja gut, Emerald Ore, Emerald herzustellen, klar. Too obvious. So, was haben wir hier noch? Ein Minion Stone und Emerald Ore. Das hat ja auch keiner, toll. Das ist ja echt, wow. Och man. Das Spiel mobbt mich. Boah, jetzt muss ich mir noch die anderen Häuser angucken. Vielleicht haben da noch irgendwer weitergebaut. Das wäre ja voll fancy. Ach, bei dir geht's ja noch höher. Mhm. Also echt schön gebaut, muss man schon mal sagen. Danke. Oh, das ist ein fancy Bild. Scheiße. Auf jeden Fall. Das ist noch nicht so wirklich toll eingerichtet. Das kommt dann alles erst noch, wo ich mich erst auf den Keller konzentrieren will. Und hier oben sollte dann ein Verzauberungstisch kommen mit Dingsbums, mit so Bücherregalen noch. So quasi so ein Willissi hat bloß mit Bücherregalen drum. Ja, dass man mehr Level hat. Genau. Finde ich klasse Idee. Apropos Lissi, ich glaube, ich sollte gleich was verzaubern gehen. So. Oh, hier stehen auch wieder Schilder. Stell aber die Crafting Tables wieder dahin. Geh hinten rein. Warte mal. Ich habe hier. Neue Schilder vor Fabis Haus. So. Ja, die habe ich geschrieben. Die habe ich vor allen Häusern mal geschrieben. Ja, wegen Bäumen und so. Ich habe hier überall Bäume angepflanzt. Wenn sie euch nicht gefallen, beziehungsweise stören, könnt ihr sie einfach wieder fällen. Okay. So, der Liebe hat auch noch nicht weitergebaut, oder? Nö. Aber ich fand das... Ich habe übrigens die schon voll lange hier platziert und die Schilder stehen hier immer noch. Oh Gott. Hat er vielleicht nicht aufgenommen. Sollte mal wieder draufkommen. Mhm. Aber ich finde das eine coole Idee, echt mit den mit der doppelseitigen Wand. Macht das Haus zwar ein bisschen kleiner, aber das sieht irgendwie cool aus. Ja, das stimmt. So, weil wir hatten noch hier gebaut. Okay, wir waren jetzt... Ah, ich war Jonas, der gerade im Heidelwahn ist. Das sagen wir immer zu ihm, wenn er irgendwie in Heidelberg immer ist. Dass er den Heidelwahn hat. Warum das? Keine Ahnung, weil Lissi irgendwie da drauf gekommen ist. Lissi, yay! So, wie kommt... Ach nee, da vorne war doch die Tür. Ich dödel. Aber der hat auch noch nicht weitergebaut, oder? Schrecklich. Der hat doch ja, glaube ich, an der Seite ein bisschen... Wir können planschen. Yes! Yeah! Bubbles! Apropos Planschen, mit was kann man Schafe vermehren? Mit Getreide, oder? Ich glaube auch, also mit Getreide. Boah, ich glaub, muss ich gleich mal Getreide holen, dann können wir geschafft. Nein, ich habe hier einen Cobblestone hingesetzt. Nein! Echt jetzt, wo? Scheiße, Mann! Lol, wo geht's denn hier hin? Hier geht's, glaube ich, auch so ein Notausgang quasi raus, glaube ich. Ja, das ist ja voll verwirrend. Und hier geht's, glaube ich, noch zur Feenhöhle, aber hier hat Jonas noch nicht weitergebaut. Oh Gott. Was ich immer noch nicht verstehe an dieser Höhle ist, warum zum Fick wächst der eine Baum auf die Farm? Das frage ich mich auch. Ich finde, der ist ein bisschen störend auf der Farm, aber irgendwer hat gesagt, den darf man nicht wegmachen, okay? Aber, naja. Wieso macht man nicht einfach das da oben drüber weg? Ich weiß es nicht. Ich will den irgendwie verstören. Vor allem, wenn man Wasser über die Farm drüber laufen lässt, dann läuft das Wasser einmal rund um den Baum und trifft das Getreide dahinter dem Baum nicht, Mann. Ja. Das ist voll schlimm. So, jetzt erstmal Getreide holen und dann Schafe vermehren. Wir sind nämlich so sexgeile Leute. Boah, Alter, was ist denn hier alles drin? Wo kommen die ganzen Fäden her? Ach, die aus dem Flex-Ding, oder? Nee. Ja. Boah. Dann auch ein bisschen was. Bisschen Weed. Weed, de krasse Shit. Ich pflanze kurz mal hier so ein bisschen an, weil hier steht so wenig. Ich brauche bald wieder Essen. Na, langsam sind auch meine Reserven wieder aufgebraucht. Aber das ist gut, wenn man einmal diese doofe Farm aberntet, dann hat man direkt ein Stack Brot oder mehr. Und das ist dann wiederum praktisch. Aber man muss erstmal den ganzen Scheiß bepflanzen. Ja. Ist halt Offscreen-Zeug. Ja. Besser für Offscreen. So, ich wollte nämlich noch die Sachen holen für diesen komischen Generator da.
Ist da noch mehr? Ja, genau, den Geothermal-Generator. Das Pflanzen ist so spaßig. Oh Gott, ich brauche Tin. Habe ich Tin? Oh, Tin haben wir genug in am Hafen. Ich glaube, ich habe keinen mehr. Okay, dann muss ich wahrscheinlich von euch holen. Weil ich glaube, ich habe letztens irgendwie schon Tin gesucht und hatte da nichts. Ja, habe ich es mir einfach von euch schnabuliert. Ja, ich glaube, da haben wir echt mehr als genug. Bin mir zwar nicht gerade ganz sicher, aber ich glaube. Bei der ganzen Quarry. Weil ich meine, ich hätte letztens, als ich aufgenommen habe, habe ich irgendwie alle Erze gebrannt, die da waren, oder jedenfalls ein paar. Ich glaube, da kam schon was bei rum. Da. So, oh, und yeah, alles sieht's bepflanzt. Auch kurz mal an den Hafen gehen. Boah, ey, Jetpack fliegen ist schon anstrengend. Kommt schon die nächste Quarry, die wieder das nächste Loch reißt. Ja, die ist noch gar nicht an, gell? Also da unten. Ja. Das hab ich nicht verstanden, warum der Max eine Quarry gebaut hat, aber die nicht angemacht hat. Ich weiß nicht, ob der einfach nur vergessen hat, das eine Kabel das zu verbinden und weg musste oder so, oder? Hm. Ich weiß nicht, also es kommt mir nicht so ganz geheuer vor. Am Ende ist einfach so ein Fehler drin und er ist so, was? Ja, er denkt einfach die ganze Zeit, arbeitest du seine Quarry, aber arbeitest du einfach gar nicht. Ja. Ach, die war noch ganz, oder doch, war sie. So, Eisen. Ja, Tin haben wir 3 Stacks. Mehr als genug. Okay, hab mir ja schon was genommen. Boah, voll geil. Dass wir von allem so viel haben. Das ist voll. Boah, Quarz kann man brennen. Cool. So, meine Nano-Suit-Boots sind jetzt auch wieder aufgeladen. Warte mal. Wenn du Quarz brennst, kommt Silikon raus. Wollen wir das? Weiß nicht, wofür man das braucht. Mal, die brauchen wir für Basic Processor Assembly und Advanced Processor Assembly. Und was und bringt das? ME Advanced Processor, keine Ahnung, was man daraus machen kann. Aber es hört sich cool an, lass behalten. Daraus kann man einen Storage Block machen und aus einem Storage Block kann man einen Storage Cluster machen. Und aus einem Storage Cluster kann man eine ME64K Storage machen. Boah, das ist ja. Das ist ja. Geil! Ich weiß nicht, was bringt das? Das sieht irgendwie aus wie so eine Festplatte. Ja, schon. Was das bringt, keine Ahnung. Conversion Matrix, okay. Storage Cell. Also die Conversion Matrix hört sich schon mal ganz fancy an. Ich frage mich jetzt, ob wir das wirklich brauchen. Oder ob wir das lieber als Quarz das lassen. Wie viel Geothermalteil habt ihr eigentlich? 6, 8, 16. Ich glaube, ich brenne mal den Shit. Mehr aber auch nicht. So. Nochmal der Geothermal-Scheiß. Mann, immer nur am höchsten. Jetpack, lade. So, das Stück. Und dann. Stein könnte man noch warten. Stein. Gut. So. Gott, das Fail. Ist ja auch so ein Eisenfresser-Scheiße. Zack. Zack. So, erstmal Silikon hier reintun, for some reason. Oder Quarz das. So, warte mal. Ah, jetzt brauche ich mein Jetpack wieder. Mann, oh Mann. Verwirrendes Leben. Und jetzt geht's zurück zu den Schafen. Was heißt zurück? Jetzt geht's da erstmal hin. Aber hier sind schon riesige Löcher, ey. Hier ist sogar eine Schlucht hier unten. Wie cool ist das denn? Mann, die Quarry hat ja richtig was freigelegt. Nur kein fucking Emerald. Ich wollte auch nur ein Emerald. Und das habe ich immer noch nicht. Mann. Es ist so traurig. So. Du. Naja. Auf geht's zu den Schafen. Und dann werden die zum Ficken gebracht, ja? Ja. Gebracht. Ja, die werden einfach gezwungen dazu. Die können nichts machen. Ich gehe da einfach hin und dann müssen die ficken. Ja. Schön freundlich und nett ausgedrückt. Auf jeden Fall. Ich meine natürlich Liebe machen. Klingt um einige schöner. Boah, ich brauche voll viele Iron Ferns. Boah, das ist einfach schon so ein riesiger Wald. Ich feiere das irgendwie. Ich bin ja generell so ein Waldfan und Grasfan und ja, vor allem das Gras zum Rauchen finde ich geil. Aber irgendwie alles, oh ja. Refined Iron, oh Gott. Oh, Refined Iron. Oh, hab ich noch Boah, Iron. Alle. Gleich mal brennen. Ja, genau. Alter, die ganzen Kühe sind richtig geil auf mich.
Armes Ding. So, die haben jetzt ganz... Ja, die haben jetzt gerade ganz viele Babys gemacht. Boah, wie geil. Für dich, nur für dich. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fucking Babys. Jetzt baue ich nochmal ein bisschen Getreide für die Schafe. Damit die auch noch Babys machen. Denn Babys sind geil. Boah, es wäre voll cool, wenn man mit den Babys irgendwie spielen könnte. Aber das wäre irgendwie sinnlos. Aber cool. Ja, wenn man dafür Erfahrungspunkte bekommt. Das wäre voll lustig. Baue ein Miniball und werfe es dem Kuhbaby. Dafür kriegst du 1 Million Erfahrung. Und wirst instant Level 30. Und das ist geil. Unnötig, aber geil. Mhm. So, erstmal direkt zu Schafen fliegen. Hier habe ich Copper-Cable und brauche noch Redstone. Hier habe ich Redstone. Boah, du hast ja anstrengendes Crafting-Gedöns vor dir. Ja, habe ich auch. Du tust mir leid. Ich fühle mit dir. Oh, erstmal gegen die Wand geflogen. Bester Jetpack-Flieger ever. Okay, so. Ich habe diesen Iron Furnace. Die Refund. Okay, jetzt muss ich diese komische RE-Batterie machen. Brauche ich auch Tin. Oh. Alles braucht man Tin, ey. Die Schafe sind schon wieder so geil. Yeah. Wow. Ah, das ist jetzt voll cool. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was von denen. Okay. Naja, gut. Immerhin etwas. Und ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Fuck! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, weiß ich nicht. Schaut auf jeden Fall bei dem lieben Jan vorbei. Ja. Es sind wie alle Techlin-Teilnehmer in der Beschreibung verlinkt. Und ich wünsche euch einen schönen Mittag, Morgen oder Abend. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.